Ach hallo, grüßt euch hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Björn und ich freue mich, dass ihr da seid. Heute möchte ich mal ein bisschen euch einen Einblick geben, was ich so immer als Pannenkit oder als Pannenset immer dabei habe, dass wenn halt dann doch mal ein Reifen Luft verliert oder irgendwas die Kette reißt, dass man einfach auch reagieren kann. Ist nicht viel, aber bisher meiner Erfahrung nach hat es bisher immer wunderbar gereicht, dass ich dabei E-Bike wieder fit machen konnte. Ich habe es ein einziges Mal nicht dabei gehabt und dann war gleich passiert, dass die Kette gerissen ist und ich konnte erstmal 7 Kilometer mein Bike heimschieben. War echt cool. Also, was habe ich immer so dabei im Rucksack? Das ist nicht viel, aber es ist einfach wichtig. Ich packe es einfach jetzt auch aus, mitten aus dem Leben, so wie ich ihn gestern Abend abgestellt habe. Also, was ich immer dabei habe, was obligatorisch dazugehört, ist einfach eine kleine Luftpumpe, dass wenn ja wirklich mal die Luft dem Reifen ausgeht, ihr wisst, ich fahre tubeless, sollte normal nicht passieren, kann trotzdem allem passieren, eine kleine Pumpe ist ein Muss. Eine CO2-Kartusche wäre genauso machbar, noch ein bisschen kleiner, aber die Pumpe ist wirklich so von der Größe so entspannt und klein, also von dem her wirklich völlig okay. Nehme ich immer, habe ich immer dabei im Rucksack und die nehme ich auch definitiv immer mit. Dann habe ich eine Tasche immer dabei, jetzt unabhängig vom Reifen. Ich habe immer dabei ein kleines Paket Pflaster. Ich sage mal, das ist mit Sicherheit kein Fehler, die dabei zu haben. Wenn mal irgendeiner eins braucht, der gerade mit einem fährt, oder man es auch selber einfach, das schadet nichts, das kann Erste-Hilfe-Kasten ersetzen, aber so als erste Notmaßnahme, einfach so eine kleinere Verletzung mal da ist, finde ich, macht das schon Sinn. Habe es auch eingepackt in der Folie, weil der Rucksack dann doch einmal gern nass wird, wenn er im Regen ist und das Pflaster auch eingeweicht wäre. Dementsprechend habe ich da immer ist dabei und auch eingepackt. Dann gehen wir eine Idee weiter und dann gehen wir zum Prinzip in die Richtung, wenn die Kette dann doch mal reißt, ist in meinem Notfallkit immer dabei oder meinem Pannenkit immer dabei ein Kettenschloss. Das hat sich bewahrheitet, das dabei zu haben macht Sinn. Und es ist auch komisch, dass wenn ich es dabei habe, es nie brauche. Deswegen vom Prinzip, ein Kettenschloss nehme ich immer mit. Habe ich immer dabei, dass wenn die Kette unterwegs dann doch mal reißen sollte, dass ich sie flicken kann. Kette nehme ich eigentlich keine mit. Das sind zwei Schlösser, also wenn sie dann an zwei Stellen reißt, dann sollte es eigentlich gut sein. Wenn es dann passiert, dann okay, muss ich das Taxi zum Heimfahren nehmen. Des Weiteren habe ich dabei immer ein Multikit. Oder Multitool, wo dann quasi ich sämtliche Schlüssel dabei habe und ich einen Kettenentnieter mit dabei habe, wenn die Kette doch mal blöd reißt, wenn ich ein Glied rausnehmen möchte oder was flicken muss. So ein ganz kleines Multitool, denke ich, macht Sinn und habe ich dabei. Brauchte ich nicht oft, aber ich denke, wenn man es braucht, dann ist gut dabei. Mir ist die Kette bisher jetzt zweimal gerissen unterwegs. Dafür war es dann wirklich richtig gut, dass ich es dabei hatte. Hat sich eben bewahrheit, dass es Sinn macht. So, und dann haben wir noch eigentlich noch eine Sache dabei, oder vom Prinzip sondern schon noch eineinhalb Stech vom Prinzip. Ich habe immer, sieht man recht, wie Nudel die Schachtel ist, immer einen Reserveschlauch dabei. Ihr wisst, ich fahre tubeless, eigentlich bräuchte ich keinen Schlauch dabei haben, weil ich fahre jetzt normalerweise keinen. Es kann passieren, dass mal dann doch mal der Reifen die Luft verliert, aus welchen Gründen auch immer, ihr fahrt euch in so ein großes Loch ein. Oder fahrt man eine Bordsteinkante bös ran, kam auch schon vor, dass halt wirklich dann der Reifen mal von der Flanke ein bisschen eingedellt wird und dann relativ schnell viel Luft verliert. Mit dieser kleinen Pumpe bekomme ich Tubeless-Reifen, wenn er wirklich leer ist, nicht mehr aufgepumpt. Deswegen habe ich immer einen Schlauch dabei für den Notfall, den ich dann einziehen kann, wenn halt dann mir vom Prinzip ja, die Luft ausgeht. Brauchte ich bisher so in meinen bisher gefahrenen 7000 Kilometern ein einziges Mal. Da war ich froh drüber, deswegen habe ich das eigentlich so als Pannenkit eigentlich immer dabei. Vom Prinzip dann nur noch eines. Ich habe dann auch oftmals noch ein kleines USB-Ladekabel fürs Handy dabei, da ich auf dem Bike immer eine Powerbank drauf habe, dass immer der Strom am Handy mal ausgehen sollte, dass ich auch mal da geschwind nachladen kann. Oder vom Prinzip auch, wenn mir der Strom am Handy ausgeht, wenn ich navigieren möchte, und ich gehe in McDonald's rein, habe ich ja an jedem Tisch vom Prinzip her eine USB-Steckdose und könnte dann auch mein Handy oder mein Navi dementsprechend nachladen. Nicht lebensnotwendig, aber
Es macht vom Prinzip Sinn, wenn man es dementsprechend dabei hat. Das sind so vom Prinzip meine paar Sachen, die ich immer mit dabei habe, wenn ich eine Tour fahre. Und wenn ich, ihr wisst ja, ich fahre im Regelfall das meiste auf dem IMTB im Alltag. Einen Rucksack habe ich immer dabei und somit habe ich auch dieses kleine Notfallkit immer dabei. Wiegt nicht viel und kann einem dann doch ein paar Nerven ersparen, wenn es dann doch mal, die ganze gut läuft. Ein Tag. Waren wenige Tage bisher in meinen, jetzt bald wird es ein Jahr, wo ich das Auto beiseite geschoben habe und das meiste mit dem E-Bike erledige. Ich sage vielleicht seit 1, 2, 3 Tage, viel war es nicht, aber wenn man dann in diesen Tagen weiß, ja, man hat es dabei, macht Sinn. Soweit vom Video heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, bitte aber auch die Kommentare so formulieren, dass man es anfangen kann damit. Dann würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.